Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es ein Alltags-Küchen- und Esszimmer-Reinigungsvideo sozusagen. Ich kann das jetzt gerade nicht besser in Worte fassen. Ich stehe hier gerade im Esszimmer und zeige euch einfach so, was wir jeden Tag an, ich sag mal, Tätigkeiten ausführen, um Küche und Esszimmer sauber zu halten. Und das sind halt wirklich Sachen, die schnell gehen, die sehr unkompliziert sind, aber die meiner Meinung nach jeden Tag zu machen sind. Wir fangen hier in dem Zimmer gleich an mit erstmal Staubsaugen und da das der Staubsauger von selbst macht, ist es jetzt auch kein großartiger Aufwand. Deswegen werde ich euch da jetzt eben einen kleinen Zeitraffer machen. Und wenn der Staubsauger hier einmal unterwegs war, dann zeige ich euch, was hier sonst noch so zu machen ist. Wie gesagt, das ist nicht viel. Das sind Sachen, die man wirklich jeden Tag machen sollte, meiner Meinung nach, oder die mir wichtig sind, damit es jeden Tag sauber ist und man in einer sauberen Umgebung wohnt und sich dementsprechend auch wohlfühlt. Nachdem der Staubsauger einmal rumgefahren ist, stelle ich jetzt gleich die Stühle wieder runter und werde als erstes mal den Tisch abwischen, also mit einem Lappen und Putzmittel. Und dann werde ich hier drüben, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ihr habt die Kommode ja, glaube ich, gerade schon gesehen. Ich drehe dann auf die Kamera Staubwischen und also ich habe mir hier so einen Staublappen dafür geholt. Und was ich zwar nicht jeden Tag mache, aber was mir jetzt gerade doch noch eingefallen ist, ich habe solche Glastücher, wo man mal schnell drüber wischen kann, also übers Fenster, vor allem hier bei Balkontür, wo der Karl unten ja auch gut rankommt und seine Fingerabdrücke hinterlässt. Die funktionieren auch super im Auto und sowas, also genau, damit werde ich auch dann nochmal ein bisschen über die Balkontür wischen, aber wie gesagt, das mache ich nicht jeden Tag. Weil, also man könnte es jeden Tag wahrscheinlich machen, weil jeden Tag neue Fingerabdrücke dran wären. Aber so schlimm ist es dann auch nicht, also dass ich dann sage, jeden Tag muss das Fenster geputzt werden. Das Esszimmer ist soweit eigentlich auch schon fertig. Da ist ja jetzt nicht so viel zu machen. Ich bin jetzt hier in der Küche. Ihr seht hier nämlich erstmal das totale Chaos. Ich werde jetzt als erstes aufräumen. Dann wird der Staubsaugroboter hier durchfahren. Ich werde währenddessen auf dem Teppich und auf dem Sofa mit dem Handstaubsauger Staub saugen. Und dann zeige ich euch, wo ich überall noch putze, also mit Lappen und Putzmittel. Thank you.
Ich habe erst nachdem der Staubsaugroboter durchgefahren ist, hier gestaubsaugt, weil ich währenddessen auf Karl aufgepasst habe. Ich werde jetzt nochmal mit diesen Tüchern hier eben das eine und das andere Fenster schnell sauber machen, weil es sieht auch wieder aus wie Schwein. Und dann widmen wir uns dem hauptsächlichen Küchenbereich sozusagen, also alles, was hier hinter der Kamera steht, was halt wirklich Küche ist und nicht Sofa. Jetzt kommen wir hier zum Küchenteil. Ich werde als erstes den Geschirrspüler fertig einräumen und anstellen und danach hier die ganzen Oberflächen und alles sauber machen. Ich habe ja im Prinzip schon aufgeräumt, also von daher ist es jetzt ja wirklich nur noch das Saubermachen. Und danach werde ich als letztes den Kühlschrank nochmal abwischen, der ist auch schon wieder voller Fingerabdrücke. Und dann war es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, das sind so kleine Dinge, die jeden Tag meiner Meinung nach zu machen sind und ich mache das vor allem gerne abends, weil ich mich auch einfach freue, wenn ich früh dann in eine saubere Küche reinkomme. Genau, dann seht ihr jetzt noch hier, wie ich das alles sauber mache und hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen inspirieren, ein bisschen einen kleinen Einblick geben, wie schnell sowas eigentlich auch geht. Und klar, es ist halt die faulen Variante, ne, mit dem Staubsaugroboter, aber auch wenn ich jetzt das hier mit der Hand durchgesaugt hätte, das hätte nicht viel länger gedauert.